Wüsten gehören zum Antlitz unserer Erde, Landschaften von oft atemberaubender Schönheit. Um solche menschenleere Extremwüsten geht es nicht bei dem globalen Problem der Desertifikation. Doch was aussieht wie Wüste, ist oft Nutzland, Land, das dem Menschen verloren gehen kann. Die meisten der neuen Wüsten verursacht der Mensch, durch zu hohen Viehbestand zum Beispiel. Desertifikation bedroht vornehmlich trockene Regionen der Erde. Doch auch in den subhumiden Tropen geht Nutzland unwiederbringlich verloren. Durch Abholzung vor allem. Industrieller Einschlag oder Brandrodung, beides hinterlässt wüstes Land. In Industrieländern ist es meist staatliche Fehlplanung, die die Desertifikation verursacht. Das gilt für den Südwesten der USA, für den Norden Chinas, Gebiete der einstigen Sowjetunion. Betroffen ist auch die Region um das Mittelmeer. Quellen versiegen, Terrassen verfallen, das Land vertrocknet. Die Bauern, die hier einst Obst- und Mandelbäume kultivierten, finden heute ein leichteres Auskommen in den Touristenzentren am Mittelmeer. Das boomende Tourismusgeschäft hat einen drastischen Wandel bewirkt. Es hat der spanischen Mittelmeerküste ein enormes Wirtschaftswachstum beschert, dem semiariden Hinterland indes dramatische Umweltfolgen. Die Hänge hier waren nicht immer kahl und grau. Auch die weltweite Erwärmung des Klimas führt zu Landverödung. Desertifikation und Klimawandel verstärken sich gegenseitig. In Trockengebieten führt Erderwärmung zu einer Zunahme von Wetterextremen wie Dürren oder Überschwemmungen. Dadurch werden die Böden der Erosion ausgesetzt, sie veröden. Umgekehrt begünstigt jeder Quadratmeter Land, der verödet, die Erwärmung der Erdatmosphäre. Denn intakte Böden speichern klimawirksamen Kohlenstoff, mehr als die Vegetation oder die Atmosphäre. Heute weiß man, wenn intakter Boden verödet, wird CO2 freigesetzt, mit direkten Folgen für den Treibhauseffekt.